Hallo und herzlich willkommen bei Satisfactory in der Early Access mit Ö. Ja, wir spielen mal wieder ein neues kleines Spielchen und wen wundert's, es ist natürlich wieder ein kleines Aufbauspielchen, aber wer es kennt, es ist ein bisschen wie Factorio, nur in 3D und wir haben Satisfactory schon mal im Stream gespielt, in der Open Beta, in der Closed Beta, Entschuldigung, in der Closed Beta und da haben wir dann bescheidene, ich weiß nicht, 10, 11 Stunden aufgenommen, zu sehen auf dem Gronkh TV Channel, nicht hier auf dem Channel, sondern auf dem Gronkh TV Channel, da habe ich den ganzen Stream hochgeladen, ich hoffe, dass irgendwann mal 1080p verfügbar, falls YouTube in den nächsten Monaten mal auf die Idee kommt zu kommentieren, aus Versehen. So, und noch was, ich werde nicht alleine spielen und ausnahmsweise ist nicht der Tobi mit dabei, sondern jemand, mit dem verbindet mich sehr viel. Wir haben zum Beispiel auch eine gemeinsame Knastvergangenheit, ja. Und zwar, es ist Funk Royal und ich freue mich so unglaublich sehr, mit dem Funk, mit dem Max aufnehmen zu dürfen. Er macht das selber nicht als Let's Play und normalerweise streamt ja immer ganz viel. Und ihr kennt ihn vielleicht von Friendly Fire. Und ausnahmsweise ist er bei diesem Let's Play mit dabei und ich kann gar nicht sagen, wie wahnsinnig ich mich darauf freue, auf das Spiel und auf Funk, auf beide. Und jetzt mache ich erstmal New Game. So, um euch zu zeigen, guck mal hier, Starting Area. Es gibt momentan eine Map, die ist händisch gemacht. Da kann man jetzt starten in den Grassfields, hier oben in den Rocky Deserts, würde ich vielleicht noch nicht unbedingt empfehlen. Und im Northern Forest. Bei beiden die Schwierigkeit hier, dass man eventuell für Bauplätze nicht so viel Platz findet. Ich weiß es nicht genau. Hier gefällt es mir ehrlich gesagt momentan am besten. Und wir hatten uns vor der Aufnahme darauf geeinigt, dass wir den Grassfields anfangen. Und dann mache ich Session Name, mache ich einfach mal Knastbrüder. So. Session Type ist Private. Und dann gucken wir mal ganz kurz, ob wir gleich den Funk dazu holen können. Friends Only. Ich mache Friends Only. So. Und dann starte ich mal das Spiel. Fix it. Welcome back, Herr Gronkh. Seit 2 Monaten im Weltraum wird langsam mürbe. Und ich hab Hunger! Attention, Pioneer. Ja. The following instructional video is a summary of your impending duties as an exoplanetary pioneer for Fixit Incorporated. Arbeitsanweisung, traumhaft. Fixit pioneers have 3 cyclical assigned pillars of work to ultimately accomplish project assembly. Use provided blueprints to build the necessary buildings. Klar, sicher. Chart the planet and gather resources to provide desired results and improve your infrastructure. Also, make sure to report any unusual discoveries to R&D for analysis. Wir müssen den Planeten ausbeuten. Das gefällt mir sehr gut. Expand your factories, outposts and pipelines through automation and augmentation. Ah, Industrie statt Natur. Musik in meinen Ohren. Get to work and be effective. Dankeschön. Warning, planetfall imminent. Please remain seated during full procedure. Atmospheric entry in 5, 4, 3, 2, 1. Planetfall procedure initialized. Oh, ich wollte nur was zu essen. Heiß, 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 heiß. Es ist sehr heiß hier drin. Jetzt geht's wieder. Ah, wird kühler. Ah. Da bin ich mal gespannt. Urlaub mit der TUI war keine gute Idee. Und in dritte Klasse, haben sie gesagt. Privatkabine, haben sie gesagt. Aber weit günstig. Im Angebot. Ach, ach. Planetfall complete. Please ensure the integrity of your multi-purpose exploration suit is at 100%. So. Jetzt Notausgang. Einmal aufmachen. Remember, efficiency first. Godspeed. Ah, das nehme ich noch mit, das Tool. Ah. Schöner Aufkleber. Sieht aus wie neu. Naja, nehme ich mit. So. Oh, 2 Monate nur Kabinenluft. Das ist so. Welcome to Planet Massage 2 ABB, your designated sector in the binary star system of Akija. I am Ada, also known as Artificial Directory and Assistant, tasked to support pioneers, such as you, in their mission. You are the third of your sector to survive planetfall. Congratulations. Wir sind also der dritte, der den... Note. Objective-based introduction initialized. Welcome to onboarding. Okay, darf ich? Incoming message. Ja, dann. First objective.
Please dismantle the drop pod. The resulting materials will be repurposed to construct a habitat and utility base, from now on referred to as the hub. Also. Note, Fixit Incorporated is cost-effective and efficient. We do not waste. Okay, we do not waste. Das heißt, wir müssen hier mit F, können wir das Ding jetzt hier abbauen. So, und dann einfach flumps. Haben wir es jetzt drin und damit können wir jetzt einen Hub bauen. Oh, incoming message. Second objective. Please ensure you have your Fixit Incorporated Xeno Zapper equipped before leaving the drop zone. Note. According to Fixit regulations, every pioneer should have access to a means of defense against extraterrestrial threats. So, im Inventar haben wir jetzt dieses Ding, das müssen wir ausrüsten. Unser Fixit Xeno Zapper. Da ist er. Third objective. Please familiarize yourself with the resource scanner to find iron. Note. The acquisition of iron is considered essential in preparation for all future objectives. So, mit C können wir scannen. Da können wir zum Beispiel mal gedrückt halten. Wir können momentan nur noch Eisen scannen. Später können wir noch andere Sachen scannen, aber das kommt alles noch dazu. Warte mal. So. Okay, ganz weit weg. Irgendwo haben wir Eisen. Da hinten 306. Was ist das denn da für ein Icon? Warum haben wir da so ein Männchen-Icon? Was ist das? Das habe ich noch nie gesehen. Auch, also, das habe ich in der Alpha noch nie gesehen. Was ich aber mal mache, ist es vielleicht schon der Funk? Ich weiß es nicht. Was ich jetzt mal mache, ich bin gleich wieder da. Ich gucke mal ganz kurz, ob der Funk zufällig auch schon auf dem Planeten gelandet ist. Und dann melden wir uns gleich wieder bei euch. Eine Sekunde, ich bin gleich wieder da. Oh, das wird lustig, das wird so lustig. Wir müssen den ganzen, dieser ganze Planet ist ein riesiger Parkplatz in Spe. Ich sehe es bereits vor mir. Es wird so schön. Und wer den Funk kennt, Der weiß ja, wie die Sachen hier laufen. Wir werden das ganze Ding hier einzementieren. Das wird richtig schön. Nur noch Industrie statt Grün. Ah, richtig schönes, helles Grau. Das erfreut doch das Menschenherz. So, ich würde sagen, wir sind uns gleich wieder. Moment. So, da bin ich wieder. Der Funk ist in der Leitung. Funk, hallo. Hallo. Ja, guck mal, all die Möglichkeiten zum Zementieren hier überall. Oh, es ist so schön. Boah, das wird... Ne, also ich finde es generell, dass es einfach mega gut aussieht, das Ding hier. Ja. Ich bin komplett baff. Ja, ja, ja. Und vor allem, der ganze Planet, das hier ist ja nur ein Teil, eine Region vom Planeten. Es gibt ja noch diese Wüstenregion, habe ich gerade noch gesehen, da war ich, glaube ich, noch gar nicht. Es gibt noch irgendwelche Pilzbiome und so weiter und die sehen halt alle komplett anders aus und so, einfach so fantastisch schön, dass ich mich da drauf freue. Oh, ich glaube, irgendein Viech hat mich gesehen gerade. Oh, mich auch. Das greift mich jetzt an. Ich komme zu dir und rette dich. Wir haben keine Waffen. Warte, warte. Doch, doch, Hammer, Hammer. Ja? Warte. Oh, der greift noch gar nicht an. Der geht wieder. Hä? Der ist wieder gegangen. Hey, Funk! Funk, ja! Oh, Vorsicht. Oh, au! Oh, jetzt greift er dich an. Oh, jetzt komme ich zu dir und dann werde ich wieder. Na super, wie immer. Nennen wir es Pan. Also, gut. Ja, eindeutig. Also macht auch genau die gleiche Bewegung. So. Studying the remains of this creature might shed light on how to defend yourself in the future. I recommend analysis. Wie? Ich probe. Ich nehme Proben. Hier. Sieht man das eigentlich, wenn ich das mache, wenn ich Proben nehme? Ja. Du machst Karate-Faustschläge in die Luft. Nein, ich streichle sanft über das Bäuchlein. Stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Funk, so siehst du also aus. Ich habe dich noch nie IRL gesehen. Ich bin ein bisschen plump unten rum, ja. Ja, ich habe eine sehr große Brille übers Gesicht. Ach, wie cool. Ja, stimmt, ist wirklich ein bisschen plump unten rum. Was ist denn da los? Ja, Flotsch. Voll die Umstandshose. Aber du hast auch ein bisschen, ich glaube, du hast ein bisschen Busen. Ich weiß nicht, ich kann mich nicht selber sehen. Also du hast auch so minimal, aber vielleicht auch einfach gut trainiert. Ja gut, das kann natürlich sein. Vielleicht ist es so ein Man-Boob, so ein Bizeps-Busen. Ja, was machen wir jetzt? Picknick oder... Och, ich glaube, alles, was die Welt uns so bietet. Oh, ist das halt schön. Also ich bin ja erstmal einer, der ewig lange einfach nur herumschwelgt. Boah, du wirst so viel, ich schwöre, du wirst so viel schwelgen können hier überall. Du gehst und schwelgst. So, ich nehme mal Blätter hier schon mal mit. Ich habe auch schon ganz viele. Wo ist denn mein Inventar? Da, ich habe 71 Blätter. Haha. In deinem Inventar kannst du übrigens, da hast du ja diese, wie heißt denn das? Diesen Xeno-Zapper, ne? Xeno-Zapper. Ja. Den kannst du bei dir auf die Hände ziehen. Das ist so das Multitool für alles hier. Alles klar, dann wo bist du? Haha, wunderbar. Hey, oh, du kannst mir Schaden machen, cool. Ja, da eben für alles. Das geht? Ja, geht oh, weg. Cool. Oh, jetzt so ein Berg runter einfach. Hey, hör auf! Hör auf! Damage! Haust du wohl Property! Ab. Property detected! So.
So. Jetzt muss ich mal vorsichtig sein. Ich glaube, ich baue eine eigene Base. Tschüss. Ja, danke schön. War nett. So. Oh Gott, das wird furchtbar. Boah, ich freue mich schon auf unseren ersten Industriekomplex. Ich weiß noch gar nicht, was man überhaupt... Also ich blicke zum ersten Mal in dieses Spiel rein. Hab ja davon gehört, zur E3, glaube ich, mit dir war das. Mhm, ja, und genau, genau. Wo du dann sofort... Factorio 3D. Oh, warte mal, die Quatsch wieder. Further analysis required to establish object scanner identification. Ja, irgendwas scannen. Ich will immer scannen. Ja, ja, ja. Ich hab gerade Nüsse genommen. Mit den Nüssen kann man sie wieder hochheilen übrigens. Ist momentan das Einzige, wie es geht, glaube ich. Zumindest weiß ich noch nichts anderes. Guck mal, Vögelchen. Haha. Was? Du kannst doch ein Vögel. Fuck, was machst du denn? Oh Gott, ich spiele mit einem Monster. Doch nicht die Vögelchen, die sind so süß. Guck, die waren süß. Guck mal, wie süß die sind. Oh Gott, okay. Ja, flump, 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 flump. Und dann machen die ihr Maul auf. Nee. Ja, so standen die gerade da und haben auf die große Mutter gewartet, eventuell. Warte, ich stelle mich mal in den Weg. Mal gucken. Ja, ich fühle mich ignoriert. Ich weiß nicht. So lerne ich alle meine Freunde kennen. Sieht man nicht, wenn man nach unten guckt? Nee, ne? Wenn du nach oben oder unten guckst, sieht man nicht. Ich gucke nach unten. Ach gut, das ist gut. Also wenn ich nicke zum Beispiel, ja... Das ja, geht. Tatsache, ist ja geil. Und wenn ich Nein sage, geht das auch so? Ja, ja, ja. Oh, cool. Ah, nice. Oh nein, vielleicht. Ich weiß nicht. Oh ja, guck mal hier. Jetzt will er wieder essen. Oh. Hehehe. Alles nehmen, was er essen kann. Fetter Vogel. Ich hab ne Idee. Ja. Wir stellen uns mit so einem Hähnchengrill vor den Supermarkt. So. Und der ist aber echt süß. Ne, finde ich auch. Schlupp, richtig, schlupp, schlupp. Richtige Schlumpos einfach. Okay, ich überlege gerade, wie wollen wir dann anfangen? Also, nur mal ganz kurz, vielleicht als Vorwarnung, der Funk und ich gehe mal davon aus, dass wir nicht wirklich immer effizient spielen werden. Oh Gott, nee, effizient ist ganz weit nicht in meinem... Nee, das kenne ich nicht, das Wort. Ja, ja, deswegen, wir werden wahrscheinlich sehr übertrieben bauen. Mhm. Wir werden wahrscheinlich alles am Spiel ausloten, was es gibt. Und wir werden uns wahrscheinlich Zeit dabei lassen. Oh, das ist das Letzteres. Ja, da bin ich dabei. Sehr gut. Ganz Zeit. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da freue ich mich. Das heißt, ich bin ganz ehrlich, also es wird ja gesehen als Factorio in 3D. Es ist natürlich noch lange nicht so komplex wie Factorio, das er ein paar Jahre schon hatte. Aber es sind halt schon sehr komplexe, ich glaube, Produktionswege dabei, wo man auch sehr groß bauen muss später. Und sehr groß ausbauen muss. Das heißt, wir werden... This consumable possesses minor healing properties. Further analysis required to establish object scanner identification. Ich glaube, du hast auch Nüsse aufgenommen, ne? Ich glaube, ich nehme hier gerade alles auf. Ja, sehr gut. Paleberry, ja, irgendeine... Ja, Bärchen. Ja, genau, genau. Wenn du die bei dir in die Hand ziehst, dann kannst du die essen und dann healst du dabei auch. Alles, was du jetzt durch... Ich weiß nicht, warum du jetzt Gesundheit verloren haben könntest. Ich habe keine Ahnung, was da passiert sein könnte. Das ist mir auch unerklärlich. So. Ja, wir müssen erstmal Eisen finden und das abbauen. Genau. Und natürlich auch ein bisschen Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Hier erstmal. Die brauchen wir später natürlich auch. Da wird mir Eisen angezeigt. Galoppelt hier was rum? Ach, das bist du. Ja, ja, ich galoppel hinter dir einfach ein bisschen frech durch die Walachei. Das macht gar nichts. Ich glaube, da oben habe ich auch Limestone gefunden gerade. Wir nehmen das jetzt mal per Hand mit, aber später werden das natürlich mit so Bohrern und sowas automatisch bohren lassen. Also ich flitze dann mal zum Eisen. Ja, 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 das ist sehr gut. Wir können ja mal gucken vielleicht, wo wir uns eine Base aufbauen wollen. Und vielleicht von da aus die nächste... Oh, Moment. Oh, da ist ein Riesentier. Ah, ja, ja, ich weiß gar nicht, was es ist. So elefantenmäßig. Elefant, ich weiß nicht. Wir können es auch einfach Tobi nennen, weil er gerade nicht da ist. Wir bauen einen Flur darum herum. Da bin ich dafür. Da bin ich sehr, sehr dafür. Oh, oh Gott, das arme Stumpel. Hast du es angegriffen? Nein, noch nicht. Ach, noch nicht vor allen Dingen. Oh, es hat so einen kleinen Kopf. Wie Tobi. Für die Natur. Oh, ist das herrlich. Au, fuck. Was hast du gemacht? Nee, ich stand im Weg und es ist mit seinem Huf auf mich. Oh, okay. Ich weiß gar nicht, wo du bist, ehrlich. Ach doch, da hinten musst du irgendwo sein. Jetzt kämpfe ich hier gerade. Kämpfst du dagegen? Nee. Jetzt kam hier so ein kleiner, gemeiner Wolfshund. Ah, Stufe 8. Kommst du klar? Soll ich dir helfen? Ja, das ist ja easy. Ich komme, sobald ich die Kohle hier abgebaut habe. Überströmt. Alles gut. Ich komme.
Erik! Einzelne Körperteile werden hinterhergeschliffen an Hautresten. Hilfe! Ja, warte, hier war noch Kohle. So, jetzt töte ich die Mutter davon. Hier ist so ein kleines Lager von denen. Ich mach hier ganz kurz. Das finde ich aber fair. Du überlässt die Mutter nicht der Trauer. Nee, eben. Das finde ich sehr gut. Du bist wirklich mitfühlend. Bei der einfach. Trauerbewältigung dabei. Richtig, das finde ich super lieb von dir. So. Und jetzt sind sie auch wieder vereint in meinem Inventar. 11 Ohrstanden aus Ruinen. Oh, das Flugding ist übrigens immer so schön. Es fliegt das gleich über dich übrigens. Es fliegt gleich über dich. Über dir? Über meiner? Nee, wo denn? Da hinten. Hinter dir, da. Das ist 100 Meter weit weg. Naja, es flog gerade noch in eine Richtung, aber jetzt ist es natürlich weg. Was ist denn da unten hier auf dem Felsen? Siehst du das runde Ding? Ja, das kommt, ich glaube, ich weiß nicht, ob man jetzt schon sammeln kann, aber in der Beta, da stand dann immer, da kommt später erst was dabei. Und wenn man da länger vorstehen bleibt, dann übermittelt ihr das so ganz komische Botschaften, wo ich mir überlege, ob ich es überhaupt mitnehmen will. Wo ist denn... Jetzt wirklich, oder? Ja, tatsächlich ja. Dann hörst du Sachen in deinem Kopf. Ja, du, die höre ich auch so. So, ciao. Prima. Hier ist Eis. Wir könnten uns wirklich überlegen, wo wir hier vielleicht bauen. Oh. Build the hub. Note. To complete this objective, the resources salvaged from the drop pod will be consumed. Caution. Ensure the hub is built on spacious open terrain close to the presence of armored sources. Failure to do so will likely result in non-optimal progress. Was, Eisen? Das da unten, das brauchst du nicht. Das am besten automatisch spawnen lassen. Oben die Eisenvorkommen okay. Weg. Entschuldigung, der Feind. Ja, okay. Nö, ich will nur nicht, dass du dir jetzt übermäßig Arbeit machst für nichts am Ende. Für dich? Na gut. Ja, sag ich ja für nichts. Guck mal, siehst du da hinten auf dem Felsen dieses grüne Ding, was da leuchtet? Ja. Das sind Schnecken, die kann man später zu Batterien pressen. Und jetzt? Ich glaube, da kommt man dann drauf. Oh, Vorsicht, du hast Besuch. Ach Gott, verdammt. Hier ist irgendein Gift drumherum oder sowas. Ja, da musst du auch ein bisschen aufpassen. Boah, ich krieg voll den Trip. Oh, da darfst du nicht durchlaufen. Ach, hier in der Nähe hatte ich meine Base gebaut. Oder? Boah, hier ist geil. Oho. Boah, ja, voll der Trip. Heilige Scheiße. Ich muss raus. Wir könnten die Base am World of Warcraft Gate bauen. Am wo? Naja, wie hieß er nochmal? Die zweite Erweiterung? Warte, die erste? Burning Crusade? Ich, oh Gott. Burning Crusade, Mann, das weißt du noch. Nee, war ich nicht dabei. aber du weißt, dieses große Tor, wo die da durchgehen bei Burning Crusade, ja, natürlich, ne? Dieses schöne große Tor. Ja, guck mal hier. Hier hinten drüben, in meine Richtung, wo ich gerade bin. Wo ist er denn? Da hinten? Oh, das ist, oh. Ne? Oh, hallo. Okay, Alter, mein Lootfinger. Ich hab gleich Schorf am Lootfinger. Ich hör's nur die ganze Zeit, klicke, die klicke, die klack, klack. So, und hier natürlich noch ein bisschen Kopperohr, das brauchen wir auch noch. Oh, ist ja herrlich. Aber das Tor ist geil. Ich glaube, da kann man echt gut, ne, wenn man davor so ein bisschen baut. Aha. Also, da wäre ich voll dabei. Ne? Oh, gibt's auch einen Tag-Nacht-Wechsel? Das sehe ich jetzt erst, dass die Sonne. Ja. Und zum Glück, ich bin so froh, bei diesem Spiel hat man es endlich richtig gemacht und hat die Nacht relativ kurz gehalten. Oh, danke schön, ja. Ja, kennst du diese Spiele, wo du stundenlang immer Nacht hast? Mhm. Und dann läufst du rum und siehst gar nichts einfach und dann musst du da irgendwie versuchen zurechtzukommen und... Das ist immer eine tolle Idee. Ja. So sehr ich Tag-Nacht-Wechsel auch schätze, aber ich find's manchmal anstrengend. Okay, hinter dem Tor oder vor dem Tor? Das sieht doch gut aus. Kommt hier der Onkel und rächt sich. Ah, oh. Oh, ich höre schon, das ist ja Spaß. Und noch einer, natürlich. Alter. So, ich bin ja der Gartenbeauftragte. Ich bin schon bei dir. Achso, da bist du schon tot. Ja, alle tot. Nichts mehr zu tun hier. So, Sie haben mich also beauftragt, ihre Hecken zu trimmen. Ja, nö, da hätte ich gern einmal die große Antigone hin und auf der anderen Seite den Stalin. Nö, gut. Ich kürze mal hier den Rhododendron, ja? So, hier, gut. Mein Lieblingsbusch. Wir haben ja so ein... Oh, danke, das ist aber lieber Kosename für mich.
So. Oh, übrigens, hier, guck mal, diese ekelhaften Dinger hier, ne? Ja. Guck mal. Die sind so cool gemacht eigentlich. Aber wenn man zu nah dran geht, dann wehren die sich gleich. Meinst du den großen Dicken da oder wen? Ne, hier oben. Und dann fangen die an zu stinken. Ich krieg Schaden. Ja, ja. Welche Dinger? Ich sehe überhaupt nichts Ekliges. Da, wo du... Ach, der Vogel. Ja, hier, die jetzt so stinken da, diese komischen... Boah, das beißt sich immer mehr aus. Ich sehe das gar nicht. Hä? Ach. Siehst du den Gestank nicht? Nee, überhaupt nicht. Hat sich das Ding bei dir nicht geöffnet, diese Pflanze hier vor mir? Da ist keine Pflanze vor dir. Was? Echt nicht? Nee. Kannst du jetzt, wenn du jetzt vor mir rumläufst, kriegst du doch Schaden? Probier mal ganz kurz. Ja, ich habe ja gerade Schaden bekommen, deswegen. Ich muss gerade ganz lecker Beeren essen. Aber du siehst es nicht? Nee. Oh, ja, bei mir sind da Pflanzen, die... So, PvP, activated! Ja, wir werden weit kommen in diesem Spiel. Ja, wo bauen wir unsere Base hin? Sehe ich das gerade richtig? Können wir auch hinter die Berge quasi, wenn wir wollen, wölten oder wie? Also die Map ist schon begrenzt, aber wir können auf jeden Fall in die Berge da hinten rein. Es gibt auch Höhlen und sowas. Also es gibt tausend Sachen zu erforschen. Es gibt Secrets auf der Map und so weiter. Also die ist sehr vielfältig, sehr, sehr geil. Das ist ja geil. Da du hier der Erfahrene von uns beiden bist, sei zärtlich und vorsichtig und wo auch immer du willst. Du kannst aber mal Nüssen knabbern, wenn du willst. Die haben Heilungskräfte. Ich hau mir auch gleich mal zwei rein hier. So. Also ich würde vorschlagen, irgendwo, wo viel Platz ist, sollten wir anfangen zu... Können wir aber schon bauen? Wir müssen in die Hub aufbauen. Ja. Ich glaube, die können wir auch erstmal irgendwo hinklatschen und dann gucken, wo wir vielleicht danach hingehen oder so. Ja, wir sind ja hier frei, oder? Genau. Also wie gesagt, wir machen ja nicht auf Speedrun, ne? Und wir nehmen uns sehr viel Zeit, jetzt auch in der heutigen Folge. Aber die Hub können wir schon mal bauen, glaube ich. Nur, da bin ich dabei. Ja, gut, da haben wir dann auch so. Da ist eine Wasserfälle. Da kann man... Oh, ich weiß wo. Okay. Ich weiß nicht, ob es die beste Stelle für eine Hub ist, aber die ist halt wahnsinnig schön. Das, wo es schön ist, ist immer hinter dir. So. Hinter mir ist schön, wenn man meinen Rücken sieht. Hintern sehen halt aus, das ist in dieser Sackhose wunderschön. Ich hab die ist mir auf die Figur geschnitten einfach. Mhm. Plötsch, 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 plötsch. Ja, genau. Als wenn du da noch irgendwie zwei große Wasserbeute drin hättest. Warte mal, ich hole uns mal eine Schnecke, wa? Echt? Kannst du? Ich glaube ja. Du müsstest doch rüberspringen können, oder? Sieht so aus. Die brauchen wir zwar noch nicht. Da hinten ist auch noch eine. Wir werden später bestimmt noch ein paar kriegen. Oh. Achso, ich muss die erstmal collecten hier langsam. Schön. So, eine Batterieschnecke. This semi-slug seems to emit weak potential energy from its crystalline shell. Hübsch. Further analysis of crystals required to determine application. Guck mal, wir haben hier vier... Fünf Minenmöglichkeiten tatsächlich. Also eigentlich wäre hier eine gute Location, aber die ist nicht schön. Ja. Die Frage ist, gehen wir auf Schönheit oder Effizienz? Ne, Schönheit. Gut, alles klar. Das ist doch viel wichtiger. Ich bin auch dafür, dann bauen wir später einfach ein paar Förderbänder mehr. Fertig. Ja, also das Problem, ja, ich sehe keins. Ne? Achtung, böser gemeiner Boss. Hat er mich erwischt? Ja, komm her. Hochspringen hilft übrigens immer ganz gut. Ja. Töten hilft. Komm her! Gott! Was machst du denn? Du stehst ja nur da! Ich? Oh, ist das schön. Oh, wie der von unten aussieht. Der Mond oder wer? Nee, das Flatterflugviech. Wo ist denn? Ach, der ist bei mir gerade gar nicht da. Ach so. Ist der gerade bei dir über dir oder was? Ja, deswegen. Der war gerade über mir und leuchtet so schön. Also bei mir kommt der gerade in unsere Richtung. Am Mond vorbei. Oh, warte mal, ich mache eine Batman-Szene. Warte, muss ich kurz hier hin. Bei mir fliegt er nämlich hier oben gerade. Ja, der ist bei mir nicht da. Okay, warte. Gotham City braucht den Helden, den es verdient. Weiß ich nicht. Filmzitate mit Erik. So. Ich weiß nicht mehr, wie das geht. Aber, ja. Das Ding da. So.
Also Büsche gibt's gleich keine mehr auf dem Planeten. Ich glaube auch, wir sammeln hier alles ein. Wie viele Blätter hast du? Ich guck mal, wie viel habe ich denn jetzt? Oh, ich habe schon 1400. Oh Gott, wow, okay, gut. Verdammt. Ich glaube, wir sind in eine falsche Richtung gelatscht. Das weiß ich nicht, ich folge dir. Mist, ich habe mich jetzt falsch orientiert anhand von dem Ding hier vorbei. Ja, warte, hier, ich glaube, wir müssen hier noch weiter lang. Oh, ich sehe da hinten Wasserfälle, ja. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, wir suchen einfach einen guten Punkt für die Base. Oh, da überall gerade, Mensch. Vielleicht droppen wir dann die Base. Oh Gott. Ach, schön. Man will auch überall bauen, ne? Kann man auch zu zweit schneller bauen? Also ich weiß ja noch überhaupt nicht, wie das funktioniert, das Bauen. Ist es dann... Also auf jeden Fall wird es zu zweit schneller gehen, weil zum Beispiel kann der eine Ressourcen holen oder schon mal was anderes. Man kann ja zu zweit parallel bauen. Ja, genau. Nicht unbedingt an einer Sache, aber man kann ja, ne, der eine holt zum Beispiel dann irgendwie Kohle, Eisen, sonst irgendwas oder baut gerade ganz woanders rum. Ja. Das geht schon. Oh, das ist ja wirklich schrecklich hübsch, das Spiel, leck mich. Furchtbar, ne? Oh, Schnecke! Oh, da hinten ist so ein Feuerviech, die hasse ich ja. Können wir es töten? Ja, schon, aber mit diesem kleinen Ding hier sind die halt echt noch nervig. Ich kann das mal kurz demonstrieren. Oh, da ist auch so eine Kugel. Nö, überhaupt nicht. Oh, ich komm mit. Aber die schießen immer in die Richtung, in die man läuft, tatsächlich gerade. Okay, das heißt aber zu zweit, genau, der eine kann ja quasi das Feuer auf sich lenken und der andere beackert. Ach ja, zu zweit sind die gar kein Problem, stimmt ja. Ja, eben. Oh, Entschuldigung, ich bin... Guck mal, hier ist so eine Sphäre. Sammel die mal nicht ein, noch nicht. Mercer Sphere, Work in Progress ist die immer noch, WIP. Und jetzt einfach zuhören ganz kurz, vielleicht sagt sie gleich was. Warte. Ach krass. Hast du gehört? Ja. Und ich trau den Dingern nicht. Weil die Stimme ist ein bisschen wie die Dingensfische bei Subnautica. Hä? Ach so. Die Hypnofische bei Subnautica. Ja. Ja. Harvest kommt da wieder. Harvest. Weißt du? Das will unbedingt, dass du das erntest und das macht mir Angst. Vertraust du den Hypnofischen in Subnautica nicht? Nein. Okay. Du? Ich, keine Ahnung, ich habe das Spiel nie gespielt. Your contract legally compels you to harvest this artifact. Ach Quatsch, jetzt sagt ihr noch, mein Vertrag zwingt mich dazu, dass ich das Ding mitnehme hier. Aber das kann doch nicht richtig sein. Was passiert, wenn man es angreift? You are so lucky. Geht nicht. Hier stehen lassen oder mitnehmen? Ich würde es vielleicht erstmal stehen lassen. Gut. Weil das dann GPS-Sender in uns macht und dann weiß, wo wir sind. Ja, das, sowas hasse ich auch mal. Oh, ich hab keinen Platz mehr dafür. Gut. Ja, schon, wir haben jetzt zwei Inventare. Geil. Mhm. Okay, pass auf. Ich suche in der Zeit schon mal. Ich glaube, ich weiß, wo es war. Nicht effizient, aber schön. Warte, ich helfe dir wieder beim Kampf gegen den Goliath. Kleiner Dage. Oh. Utz. Der trifft immer gut mit seinem Feuerbell, ne? Muss man so ein bisschen aufpassen. Der ist bei mir gerade voll durch die Gegend geflogen. Ja, genau. Achso, bei mir nicht, komischerweise. Ja, da ist aber noch einiges, ist ja noch komisch. Schlampiger Netcode, ganz furchtbares Spiel. Wirklich widerlich. Ja, dass wir das überhaupt spielen, ich glaube, es werden nur zwei Folgen. Jetzt sind wir wieder an diesem Stinkding hier, ne? Mit der Schnecke oben drauf. Ich glaube, es müsste in diese Richtung hier sein. Okay. Fang 5 Euro, wenn du den angreifst. Okay, und weg. Okay, gut, ich muss ja 5 Euro donaten. Ach nee, der muss ja selber wegrennen. Oh. Oh, ist jetzt ins Gift gelaufen? Ich weiß nicht, er ist so doof. Und jetzt, okay, jetzt. Die hab ich mal Gronkh genannt im Stream. Er ist bei mir in der T-Pose. Bei mir übrigens auch. Bei mir gleitet der gerade da durch. Ja, genau. Ich glaube, der ist im Gift. Aber ich weiß nicht genau, ob ihm was das anhaben kann. Oh ja, kommt von dem Planeten, ich glaube mal nicht. Ja, das kann sein. Vielleicht sind es ja auch seine Ausdünstungen. Und wenn er gleich stirbt, ehrlich, dann haben wir es zum Grillen. Man muss ja auch... Hunger hat man ja nicht, genau, sowas gibt es ja genau, nicht. Genau, man muss ja optimistisch bleiben, ne? Wo immer. So, mal gucken, wir kommen von hier. Eventuell laufen wir im Kreis. Ja, warte, aber wenn wir hier durchlaufen... Mhm. Dann müssten wir theoretisch... Oh, warte mal, hier ist noch,
Achtung, Achtung. Hier ist noch Eisen. Ja. Mach ihn tot. Dankeschön. Ah, ist das schön. So Teamwork ist richtig schön. Ja. Einer ja. tötet, einer stiehlt. Das ist genau unser Ding. Deswegen sind wir damals in den Knast gekommen. Der Nasenbärt und, oh Gott, der andere. Ich weiß auch nicht mehr genau. Mit diesem furchtbaren Ende. Nee, das, oh, dass wir nicht spoilern wollen, aber es war wirklich furchtbar, dass man sehr... Oh, ich habe keinen Platz mehr. Ganz schlimmes Ende. Generell schlimmes Spiel. Ja, 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 ja. Okay, da drüben ist übrigens auch noch Eisen. Ich hol's gleich. Ich glaube, es ist fast ein bisschen sinnlos, wenn man zu viel Eisen mitnimmt. Ich weiß es gar nicht mehr. Genau. Ja, oh, es ist nie sinnlos, zu viel zu haben. Das ist natürlich... No, du lebst ja richtig in der Konsumgesellschaft, was? Aber wenn man einmal zu wenig hatte, dann weiß man lieber so als umgekehrt. Ja. Das kann ganz schnell passieren, dass man sagt, oh Mann, jetzt fehlen mir aber 10 Eisen in meinem Leben herinnen zum Glücklichsein. Ja. Oder Limestone. Ja. Und dann? Eben. Oder kennst du das auch aus Spielen, wo du so Consumable Items hast, also diese Verbrauchsgegenstände, die benutzt du nie. Ja, natürlich, nee, natürlich. Also, ich warte immer auf den Moment, wo ich die auf jeden Fall brauche. Und dieser Moment kommt genau deswegen niemals. Oder in jedem Action-RPG, du spielst ja, glaube ich, gerade, wie heißt es nochmal? Path of Exile. Path of Exile. Ja. Ja. Und du sparst immer deine Heiltränke, weil die wirst du später bestimmt alle brauchen. Und ja, natürlich. Dann hast du mal 5000 und ja. Ja, ja. Ja, das grundsätzlich immer. So, ich habe hier noch was entdeckt, warte mal. Ja. Ich suche mal in der Zeit ganz... Oh, hier ist ein schöner Blumenreigen. Das ist ja schön. Achso, ich hab einen Fels entdeckt. Cool. Das ist ja aufregend. Er sah schöner aus. Er hatte innere Werte. Warte mal, habe ich eine Hotkey-Bar oder irgendwie sowas? Ja, unten war. Ach, der lebt doch noch. Ach, kämpfst du? Ja, 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 die haben mich gerade kalt erwischt, leider. Beim Rennen. Ich lutsche hier gerade an meinen Nüssen. Das ist ganz gut. Die sind herb und salzig. Wohl und bekömmlich auch. Richtig. Haben 0 Kalorien, das kann man ruhig mal machen. Da muss man sich auch nicht schämen. Ich war ein bisschen noch verwundet. Ich habe mir die auch mal gerade in den Hals gedrückt. Meine? Nee, ich habe eigene. Ah, oh, ach so. Klingt im ersten Augenblick erschreckend, aber... Ah, jetzt ist hier wieder so eine Waffe ausrüsten, hin und her, klicke die Klack. Sag mal. Oh, was mit ihm? Okay. Das ist ja ein fairer Kampf, Erik. So. Toll. Arme Schnuppi. Hä, wie das arme Schnuppi? Und es hing fest in der Ecke. Ja, und ich habe ihm noch geholfen, oder nicht? Ja, ja, das habe ich gesehen. Also jetzt sag mal bitte, hängt er jetzt noch fest oder nicht? Ja, nee, das ist gut. Der wird wohl nie wieder hängen. Oh, hier ist Quarz. Ist das Quarz? Hier ist Quarz? Falls, ja, du noch Quarz? Falls du noch Platz in der Tasche hast? Oh! Ja, Platz in der Tasche ist vorhanden. Okay, bei mir ist nämlich... ich bin dicht. Ich habe zu viel gelootet. Allein aus Subnautica. Ich brauche unendlich viel Quarz. Ja, das kenne ich sehr gut. Oh, sehr, sehr gut. Alles aus Glas war es bei mir. Ja, ist bei mir gerade das gleiche Problem. Huch! Ja. Oh, der hat einen Busch angezündet. Was? Wer? Hier, der. Ich habe gerade den brennenden Busch gesehen. Moses ist real. Oh, Tatsache, ja. Oh, hier sind 2. Oh, Alter, okay. Ja, ich gehe hier auf den anderen. Schlumpidump. Oh, Gott. Sind aber auch autoaggressiv. Na, also. Ja, die sind leider sehr aggressiv. Meine Güte. Ja, ja. Hup. Alleine ist immer schwierig bei denen. Oh, hier. Oh, er hat Alien-Organe liegen lassen, wenn du die willst. Ja, ja. Ich habe hier mal mitgenommen, damit ich die stacken kann. Ich glaube, du machst das ja gerade nicht. Nö, richtig. Genau, wir teilen uns ein bisschen auf. Die Last. Essen, essen, essen. So, und gleich müssten wir eigentlich... Ist das nicht hier gewesen, hier oben? Wo gleich. Ach ja, man kann ja auch bauen, stimmt ja. Das ist, ja, ja, ja. Ist ein Exploration-Game, ist ein Walking-Game einfach. Wachsen die Früchte eigentlich nach, die Beeren und Nüsse? Ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht so sicher. Das werden wir bestimmt bald herausfinden, wenn wir den Planeten leer gelootet haben. Folge 3 steht hier nichts mehr. Ach, da mal wieder so ein. Bitte. Was will der denn? Ja. Schön. Da kann der auch mal springen. Volle rückwärts. So, war das hier? Ist das hier schon? Sind noch welche? Was? Oh. Oh, oh.
Oh, ich hab dich getroffen. Ja, ja, das ist. Entschuldigung. Bin ich gewohnt mittlerweile. Ich bin hyperaggressiv, ich kann da nichts für. Was? Oder? Ja, nee, noch, Iron. Hier noch ein paar Nüsse. Wenn du Nüsse brauchst, ne, frag mich ruhig nach meinen. Da ist. So, war kein Hunger, aber. Ja. Da ist immer auf Vorrat. Ich hab immer. So, nice. Haben wir uns verlaufen, Erik? Jein, eigentlich nicht, aber ich bin vielleicht nicht da, wo ich hin wollte. Ja, wie meine Frau in London. Hä? Sandra hat gesagt, ich kann Fahrpläne lesen und die Karte. Und wir haben alle ihr vertraut. Wir hatten so einen Pärchenurlaub in London. Ausgang der Geschichte ist, wir sind in den falschen Bus gestiegen und Sandra hat jede Station gesagt, nächste Station müssen wir ganz bestimmt dann da sein. Dann ist es richtig. Oh, okay. Und dann war Endstation, wo die nächste Reiserückmöglichkeit 2 Stunden gedauert hätte. Ja. Und unser ganzer Tag war im Arsch. Und es war wunderschön. Also. Oh. Ja. Das klingt ja beruhigend. Seitdem darf Sandra aber auch wirklich im ganzen Freundeskreis nichts mehr irgendwie machen, wenn es heißt, wo lang wir müssen. Wenn aber sie sagt, links, ja, alle rechts. Aber sie hat einfach Sightseeing. Hat sie euch beschert? Ja, wir hatten im Endeffekt einen schönen Tag, gerade genau dadurch. Also es war absolut worth it, aber... Apropos schöner Tag. Ja. Ich glaube, wir kommen gleich zum Wasserfall. Das ist überhaupt nicht, wo ich hin wollte eigentlich. Wo sind wir? Ja, wir zeigen den Zuschauern erstmal, wie es hier so generell aussieht. Bevor es losgeht. Oh. Ich habe hier irgendein Sam-Ohr. Oh, Sam-Ohr Pure. Ich glaube, das kommt später noch. Ich weiß nicht... Ja? Funk. Ja, ja, ja. Komm mal mit. Ja. Oh, was ist denn das? Was ist das? Oh, warte mal, hier ist wieder so eine Furzwolke. Was zum Geier? Ein Absturz. Offenbar ein Kollege von uns. Anscheinend aber schon länger. Das sieht ja so aus. Ich glaube, ich krieg Damage hier, oder? Als wenn die Natur sich schon in das Schiff einverleibt hätte unten. Ja, aber es brennt noch ein bisschen. Ist es vielleicht unseres? Nee. Meins habe ich abgebaut. Hier ist also noch jemand. Interessant. Oder tot. Oder tot. Das Ding sieht ehrlich gesagt nicht sehr gut gelandet aus, wenn ich ehrlich bin. Nee, nicht unbedingt. Ne? Mehr so erstes Einparken. Oh das nein, hier sind die Feuerdinger schon wieder. Was? Wo? Oh Gott, ey, du ziehst die aber auch an. Und hinten ist noch einer, na geil. Usch. Ja, sehr gut. Ja, immer aufs Maul. Immer auf das hintere Maul. So. Da hinten ist noch einer, wo du gerade langläufst. Nehmen wir auseinander. Ich glaube, die respawnen aber nicht. Wenn die weg sind, sind die weg. Die Feuerfürze, oder? Ja, genau. Okay. Autsch. So, Damage. Ich hau mir wieder ein paar Nüsse in den Hals. Ich mach mit und nehme meine. Was nehme ich denn, Bärchen? So, prima. Ja, dann haben wir jetzt schon einen super Vorrat. Ja, wirklich, ich bin voll. Bevor wir überhaupt was gebaut haben, haben wir schon einen mega Vorrat von allem angelegt. Das ist gut. Wo lang laufen wir denn jetzt schon wieder? Du wolltest schon... Wo? Aber sind wir nicht gerade hier lang? Guck mal, da ist noch ein Wasserfall. Ja, warte, da ist noch so ein Vieh, das kann man angreifen. Ah! Wir sind wieder am Tor. Nein. Ja, aber da wollten wir doch hin. Oh, was ist das denn hier? Eine Höhle, wa? Ist das der Bau von diesen beiden Verliebten? Oh, wäre doch schade, wenn da was passiert. Ist der größer oder bin ich blöd? Der ist wirklich irgendwie größer, ne? Ja. Oh ja, das ist nicht gut. Usch. Ja, hau den Baum. Hab ich. Sehr gut. Den Baum in ihr klatscht. Sehr gut, schön dagegen gehauen. Uff. So, was haben wir denn hier? Ui. Oh, da ist eine Schnecke. Aha. Ja, die nehme ich mit, da ist. Die nimmst du, wa? Da kenne ich keinen. Oh, die ist yellow. Hä? Hab ich noch nie gesehen. Was soll ich denn jetzt ablegen? Ach so, du hast nichts mehr. Warte mal. Kannst du die mitnehmen? Nee. Außer ich gebe dir meine grüne. Ja, die grüne kann ich ertragen. Das ist gut. Wie kann ich denn Sachen rauswerfen? Ich glaube. So. Vor dir. Dankeschön. Ja, dann nehmen wir mit das gelbe Ding. Schön. Ja, nice. Coming message, this semi-slug okay. Seems to emit potential energy from its crystalline shell. Further analysis of crystals required to determine application. Wir wissen quasi nicht, was das ist. Gut.
Die wird so analysiert einfach, die werden wir... Ja, Tode analysieren. Hinterher machen Autobatterien draus, ist doch klar. Auch Schnecken wollen ja später im Beruf stehen, ja. Wenn man die kleine Schnecke fragt, was willst du später werden, wird sie natürlich sagen, Autobatterie. Autobatterie. Ein Mixer. Matt. Ich will später Matt werden. Wo lang laufen wir, Sandra Gronk? Sandronk. Sandronk. Ich wollte dir das hier zeigen. Oh, nee, wolltest du nicht. Ist aber hier, jetzt guck doch mal. Alter. Das wollte ich dir mal zeigen. Ja, hier neben mir. Ich weine. Hier ist noch irgendwo ein Viech, aber... Also wir könnten am Strand bauen, aber da unten sind wir halt weit ab vom Schuss. Hier ist eine Schnecke. Da unten links. Siehst du sie? Ja. Soll ich die holen? Ich meine... Ich würde mitkommen, ne? Ja gut, dann wäre ein kleiner Ausflug hier. Kann man nicht einfach runterfallen? Fall Damage gibt's auch. Der setzt zwar... Was? Ja, tut ein bisschen weh. Ich hab's mal getestet. Und wie viel Damage hast du? Hälfte meines Lebens weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, Erik, Hälfte Erik, geht. Erik, Erik, ich brauch Hilfe. Hilfe. Erik, komm, ich hab Scheiße. Hilf mir, hilf mir. Komm. Ah, Hilfe. Oh, das war auch nicht so schlau von mir. Oh, das Ding ist weg. Oh, ist schon tot. Das wabbelt so. Kann man das eigentlich jetzt, wenn das so wabbelt, kann man das eigentlich... Ich will das mal testen. Ja. Engine-technisch, ob das jetzt realisiert wurde auch. Ist ein wichtiges Feature. Siehst du das gerade? Es ploppt manchmal auf. Bei mir glitscht es durch den Boden. Ja, es funktioniert. Bei mir ist es nicht mehr da. Schade. Bei mir jetzt auch nicht mehr. Oben wartet noch so ein kleiner Hallo-Drink auf uns. Dann holen wir uns hin. Genau, da ist er. So. Da ist er weg. Sehr gut. Und hier war die Schnecke irgendwo, oder hast du die? Ah, hier ist die Schnecke. Ja, genau. Schön. Da haben wir schon 3 Batterien, ohne dass wir überhaupt irgendwas gebaut haben. Nice. Wunderbar. Oh Gott, ist das herrlich hier. Ja, da unten kommen wir später auch noch hin und guck mal, wenn du von hier guckst, ne, also von da drüben geht auch, siehst, da geht es ja auch noch da hinten weiter, wenn du mal schaust. Ja, ja. Und da kommt man in so ein anderes Biom wieder rein und da wird es aber, da geht es bald zum Maprand, aber da hinten ist halt nochmal ein ganz anderer Teilbereich des Spiels. Da kommen wir später aber nochmal hin. Oh, ist das schön. Und ich glaube, wir könnten jetzt hier auch reinspringen ins Wasser, das wäre auch cool, aber... Ja. Okay. Machen wir nicht, weil sonst dauert das ewig, bis wir zurück sind. Achso, okay. Ja. Und wir wollten jetzt unbedingt bauen, ne? Wir haben ja jetzt schon die Location ausgesucht. Ja, das ist eigentlich unser Vorhaben. Genau. Mhm. So. Ah, ist das schön. Vor allen Dingen, man kann ja auch alles dann abbauen, nehme ich an, oder? Sehr viel zumindest. Oh, das ist halt noch schöner. Du hast so eine schöne Welt vor dir, aber dieser kleine Gedanke im Hinterkopf, ich mache es kaputt. Vor allem kann man später mit einer Kettensäge auch die ganzen Bäume wegflexen. Ja, geil. Na, das wird so schön. Und dann... Jetzt laufen wir vom Tor wieder. Ja, jetzt aber extra. Jetzt aber wirklich extra, weil jetzt nehmen wir einfach die weite Fläche hier und bauen dann da, oder? Ja, können wir. Klingt gut. Weite Fläche, gleich große Industrieanlage, gleich Profit. Was ist denn das für ein rosanes Viech dort hinter den Bäumen? Warte mal, hast du es gesehen? Nee. Warte, ich laufe mal drauf zu. Egal, was es ist, wir werden es dem Verarbeitungsprozess zuführen. Ach, da hinten müsste, da unten müsste jetzt irgendwo. Ein rosa Würmchen war hier. Ein rosa Würmchen. Oder habe ich mich verguckt? Lugte es aus dem Hosenschlitz? Nee, oder? Was ist das? Was bist du denn? Oh. Ach, das sind diese Hunde, die kann man streicheln. Lizard Doggo, ja. Bist du süß? Ja, immer mal. Der läuft aber gleich weg, glaube ich. Er geht rückwärts. Oh Mann. Ich hab's noch nie geschafft, die zu streicheln. Pet, 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 pet. Ich esse Nüsse vielleicht. Vor dir. Guck mal, wie lecker mir das schmeckt. Kann man vielleicht das Ding aus der Hand legen? Hab ich auch gedacht. Ich hab keinen Platz mehr. Scheiße. Ich auch nicht. Ich wollte gucken, ob ich es so streicheln kann. Ich wollte auch nicht. Frank, was machst du denn? Ich hab's doch nicht gewollt. Ich wollte das wirklich nicht. Ich trau mich nicht, das normal zu machen, aus Spaß. Ich auch nicht. Oh, da ist eine Schnecke. Da haben wir schon 4. Alter. Haben wir ja durchgespielt. Ja, ist eigentlich vorbei. Wir haben die Hälfte von Konten schon gezeigt. Wir haben noch nicht mal, oh mein Gott. Wir haben noch nicht mal angefangen zu spielen. Gerade an. Ja. So. Spielbau. Okay, dann lass mal gucken, wo wir bauen. Ach, du hast ja Spaß. Ja, ich habe hier meinen Spaß mit den kleinen Tierchen. Oh.
so. Ach, hier. Hier sind wir jetzt. Okay, jetzt weiß ich ja, wo wir sind, tatsächlich. Ja. Also theoretisch. Ich komme zu dir. Ich habe im Stream habe ich... Oh, da ist noch eine Schnecke. Alles klar. Sind ja total selten. So. Naja, schon. Also gibt es schon begrenzt von tatsächlich. Wir haben jetzt echt schon ganz gut vorgelegt. Oh, ich habe eine Höhle. Eine Höhle? Mhm. Oh, schade, hat nicht geklappt. Oh, nein, der hat mich über die Klippe... Was machst du denn? Der hat mich gerade über die Klippe geschmissen. Das wollte ich gerade mit ihm machen. Ich guck nur nach oben und scheiße, jetzt ist hier so ein Hundo. Oh. Hat er mich einfach über die Klippe geschmissen. Krass. Ist mir nie... Sah aber sehr schön aus. Also normalerweise locke ich die immer. Ach, du bist hier unten. Oh, hier ist wieder eine Höhle. Ja, hier. Ja, was ist das denn? Guck mal, hier sind Mycelia auf dem Boden, irgendwelche Pilze. Die kannst du einsammeln. Wenn man Platz hat, bestimmt. Ah ja, Mycelia, stimmt. Bestimmt finden wir wieder so ein komisches blaues Ding, das uns sagt, wir sollen es einsammeln. Das rote hinter mir. Oh Gott, Igitt, was ist denn das? Was? Wo? Hä? Ich bin weg. Oh mein Gott. Was ist das? Ich bin raus. Ich bin raus. Ich bin Igitt. Oh, macht doch gut Damage. Oh mein Gott. Okay, jetzt muss ich aber nochmal gucken. Och, nee. Was war das denn? Das habe ich noch nie gesehen. Ja, ich will es auch nie wieder sehen. Oh, es hat sich hier versteckt. Oh. Okay. Oh. Ich komme wieder rein. Es ist tot. Danke. Oh. Ey, ich bin ja echt, also, ne? Oh, da kommt noch eins. Ist das eklig. Wer macht denn das? Ist auch tot, ist auch tot. Ach Gott. Aber hier krabbelt alles. Ich höre nur Krabbelgeräusche die ganze Zeit. Ja, ist toll. Och, nö. Ich esse mal kurz ein paar Nüsschen. Doch. Da hinten war auf jeden Fall irgendwas Rotes an der Wand. Was Rotes? Ach, da oben, tatsächlich. Ja. Ist auch wieder sowas, glaube ich, zum Einsammeln. Mhm. Vorsicht, da kommt noch eins. Achtung. Kommst du her? Oh Gott, ich kann nicht hingucken. Wie soll ich kämpfen, wenn ich nicht sehe? Ui. Du bist kein Spinnenfreund, ne? Nee, überhaupt nicht. So. Guck mal hier, hier kommt man hoch. Ist ja dunkel hier. Ist jetzt eine rote Schnecke, wa? Oder was ist denn das? Sommersloop, genau. Ich weiß aber nicht, was das ist. Mal gucken, ob das auch mit einem spricht. Du meinst wegen dem Licht auch, was es von sich gibt? Ja, und weil es so Geräusche macht und weil es auch Work in Progress ist. Oh. Ja, warte. Ja, natürlich. Also wir kommen später nochmal wieder, oder? Ja, klar. Aber wieso ist die Stimme von quasi so einem organischen Ding, weil es sieht ja so ein bisschen metallen aus. Das hört sich an wie, als würde unser Anzug wieder uns Tipps geben. Wie bei Subnautica. Quasi, ja. Ich finde das... Vielleicht kommt ja auch eine Störung im Anzug hervor und spricht durch den Anzug zu uns. Ja, aber doch nicht in dritter Person irgendwie. I strongly advise you to harvest this bla 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 specimen. Natürlich. Ja, weiß ich nicht. Ich würde so nicht mit Leuten reden, wenn ich... Sag mal, ernsthaft... Was willst du denn, Junge? Hat er da schon wieder Probleme angeschleppt, na klar. Kommen Sie her, so. Ja, danke, Erik. Habe ich dich getroffen? Ja, macht ja nichts. War nur ein Klaps. Eben. Oh, hier ist eine schöne weite Fläche. Ich glaube, wir kommen wieder dahin, wo wir eigentlich angefangen haben. Naja. Ja, gut. Dann. Ja, also im Grunde genommen können wir auch da bauen, wo ich im Stream gebaut habe. Das war ein bisschen hinter diesem Stinkefels. Und da ist halt echt viel Platz. Im Endeffekt werden wir, glaube ich, überall bauen. Oder hat man nur so eine Fläche, wo man dann wirklich baut? Nein, wir werden natürlich alles zubauen, das ist ja klar. Aber vielleicht fangen wir einfach mal an und gucken dann, wie sich das entwickelt. Und dann haben wir verschiedene Industriestraßen, die zu verschiedenen Produktionsstätten führen oder so wahrscheinlich. Bezirke, Abgeordnete, die dann dafür kandidieren. Richtig. Das ist Herr Eisenmann. Da ist Frau Kupferkahl. Also ich baue das mal einfach hier einfach so hin, ne? Okay. Hab ich nicht. Bin mal gespannt. Ah, nee, ich muss mit Q, glaube ich, ne? Q. Yeah. The Hub. Oh. So, und jetzt kann ich scroll up, scroll down. Ich setze es einfach erstmal so hin.
alles falsch gemacht. Ja, tut mir leid. Missing Hub Parts, was? Achso, weil ich habe ja schon gebaut. Congratulations. Ja, das ist unser Hub. You have unlocked Crafting Bench. Hub feature, oh, jetzt geht's hier los. Craft bench. Hub feature, Hub Terminal, fifth objective, Hub Upgrade, ach, Storage and Power. Die redet noch bei mir. Note, the Craft Bench and Hub Terminal are essential for progression. Oh, wir sind erst Tier 0 und es geht gerade bis Tier 6, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, richtig. Oh, geil. Space Elevator müssen wir zwischendurch noch bauen. Der ist riesig. Ja. Der ist riesig. Gut, warte, ich setz mich mal bequemer hin. So, Iron Ingot können wir jetzt schon craften. Vielleicht mache ich das mal, weil... Heilige. Das nutzt auch nicht viel. Ganz ehrlich, das spart mir nichts. Okay, Upgrade the Hub, das müssen wir machen. Auf Tier 2 quasi. Und dafür brauchen wir 10 Eisenplatten, 10 Eisenstangen und 50 Kupferkabel. 10 Eisenplatten, sagst du? Yep. Let's go. Haben wir sowas wie, sag schon, Kisten? Kann man Sachen lagern? Ja, natürlich. Also wir werden, genau, gehen wir davon aus, dass wir später sehr viel lagern werden. Ja, ja, deswegen. Ah, okay, müssen wir Iron Ingo machen. Wir brauchen 10 Plates und 10 Iron Rods, ne? Genau, ja. Okay, gut, gut, gut. Aber ich mache erstmal alles zu Iron Ingo. Ja, ja, ich sichere so lange die Basis vor den bösen Bären. Sehr gut, sehr gut. Meine Nüsse, ganz widerlich. Das lobe ich mir. Das ist bestimmt auch fieses Grünzeug überall. Ganz schlimm, ganz schlimm. Widerlich, ganz ehrlich, ganz widerlich. Jeder weiß, Grün ist eine Farbe des Giftes. Mhm. Und da müssen wir natürlich gegen ankommen. Ja, ja, auch. Grün für Neid, stimmt, habe ich vergessen. Ah. Da muss man natürlich gegen angehen dann auch. Aber Hoffnung ist es ja auch. Grün ist, ja alles. Ist Grün die Hoffnung? Weiß nicht. Ich glaube schon, oder? Ja. Aber ach, not enough space in inventory. Ja, das ist halt auch mein Problem. Ich will aber auch nicht wegwerfen. Das also ist auch mein Problem. So, so, was machen wir? Ich hab mal die Blumen weggeworfen gerade. Was? Ach, aber du hast sie ja richtig weggeworfen. Du hast sie nicht einfach auf den Boden gelegt. Na super. Ich habe die auf den Boden gelegt eigentlich. Ja? Hast du die aufgenommen gerade? Nee. Wo sind die hin? Tja. Ich hab die doch... Spiel. Hast du die wirklich nicht aufgenommen? Nee, ich hab sie wirklich nicht aufgenommen. Sind die unter der Base? Ich weiß. Ja gut, wir werden jetzt... Das ist jetzt... Das wirft uns jetzt um Stunden zurück. Na, so eine Scheiße. So, Tier 0. Hub Upgrade 1. Hast du schon alles, oder wie? Achso, 10 Rohre brauchen wir erstmal nur. Okay, gut. Ja, fertig. Wie, das war... Ach, Quatsch! Ja, easy. Geil. So, new buildings, new scannable resources. Mit C können wir jetzt was auch anderes haben. Und feature eine Storage Box. Oh, geil. Hub feature, personal storage. Scanner feature, copper. New equipment, buildings and blueprints, which can be found in the workshop when built. Build ganz menu viel Schrottscheiße. So. Gut. Zack, Essen bereit. Voll. Sixth objective, hub upgrade, construction. Das war so klar. No. Connect buildings to a generator for power. Note, buildings such as the smelter require a blueprint to be set. Advice, automate the smelting process and use portable miners for optimal results. So, jetzt hast du es. Ja, alles klar. Jetzt braucht das nächste Upgrade wieder 10 Stangen, Platten und Kupferkabel. Alles okay, klar. Okay, warte. Willst du machen? Ja, jetzt würde ich mal gern probieren. Okay. Eisen und so, ich habe alles in die Kiste gelegt, ne? Ich nehme mal Eisen. Ja. Wo haben wir denn das Kupfer? Haben wir Kupfer abgebaut? Nee, wa? Ich glaube ja. Sonst laufe ich los und hol mal welches, wenn du magst. Warte. Ich weiß natürlich nicht genau, wo welches ist, aber da müsste welches sein. Ich hol mal eben, falls wir welches brauchen. Da unten müsste welches sein. Achso, wir haben ja hier Kupfer, kann ich scannen. Ah doch, ich habe Chopper-Ohr. Da. So. Chopper. Chopper. Geh du da Chopper! Warte, hier unten müsste mal 2 Vorkommen sein, die kann ich uns holen. Out link mouse button to craft. Ah, da. Hock, 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 hock. Schön. 50 Kabel brauchten wir, nicht wahr? Ja. Yep. Oh nein, das ist ein Feuerding. Brauchst du Hilfe, oder? Ach, das krieg ich schon irgendwie hin. Oh, gut, wenn du das sagst. Irgendwie wird das schon gehen. Oh, irgendwie wird's schon gehen. Oh, das geht ja locker von der Hand. Das gefällt mir. Schön. So. Gut, Kopperohr. Du
altes Kopperohr. Ich glaub, und das eine Viech sucht mich gerade, aber findet mich nicht, das Feuerding. Das ist jetzt auf den Berg hochgelaufen und rennt da irgendwie ein bisschen peilungslos rum. Ich mach da mal das Upgrade, ne? Ja, mach gerne. Oder willst du zugucken? Wo bist denn du? Ich bin gleich in der Nähe. Ich hole noch kurz schnell Kopper. Ja, dann warte ich noch. Ich komme sofort. Ja immer ich komme sofort. Da lädt man die Familie ein, dann wird getrunken und gefeiert. Der Onkel wird wieder ein bisschen komisch. Da muss auch mal wieder auf den Schoß setzen. Man kennt es ja. Ja. Das ist ganz, ganz wieder. Dieser merkwürdige Onkel. Der hat auch immer so ein Weihnachtsmann-Kostüm an, obwohl gar nicht Weihnachten ist. Das schon ein bisschen schmuddelig ist, riecht nach Alkohol und Zigaretten und hängt schief. Wie bist du denn weggelaufen? Und ich hab gar keinen Onkel. Und wieso hab ich ein Weihnachtsmann-Kostüm an? So, hui. Okay, dann mach ich mal das Ultra-Upgrade. Ja, ich warte mal hier stehen und gucke zu. Achso, ich muss die reinziehen, die Dinger. Okay. Genau. Ist ein bisschen komisch. Ah, oben rechts kann ich ja sogar mitverfolgen. Cool. Upp. Ja, Träumchen. Jetzt haben wir auch mehr Platz im Inventory. Jetzt haben wir hier auch schon mal den Raum, der wird später noch befüllt. Congratulations. You have unlocked Scanner Stone. New buildings and blueprints, which can be found in the build menu and craft bench respectively. Phew. Seventh objective. Hub upgrade, conveyor belts. Note. Use power poles to expand the power network for optimal results. Note. Constructors are capable of constructing copious parts, of which only one type at a time. Jetzt brauchen wir Cable, Concrete und Reinforced Iron Plate. Ach mein Gott. Ich bin hier oben, hallo. Was, bist du schon hochgeklettert? Ich bin hier oben, Hilfe. Wo bist du denn? Oh. Hallo, hier. Hier rüber? Ja, über die Schräge, ne? Nein. Mega unauffällig, super aufwendig. Yeah, unsere Base, woo. Ich hasse ihn. So, hier das wohnen... Das, American Gladiators gerade. Das ist jetzt mein Zimmer hier. Okay, gut. Oder warte, komm mal vorbei. Dumdi, Erik, hallo. Warte. So. So, was hätten Sie gerne? Also, für eine Mark saure Pommes, ja? Eine Bravo. Das sieht wirklich so aus. Und eine Schachtel Kippen, sagen Sie, ja? Aber die Schmuddel-Bravo. Die müssen Sie gleich sagen. Ich habe die Morgenpost und die Praline, wenn Sie wollen. Oh Gott. Das sind zwei richtige Fachmagazine. Mit sehr ansehnlichen, reifen... Die besseren Berichte, ne? Ja, da sind sehr gute Artikel über die weltpolitische Lage. Ja, nehme ich. Und über George Bush. Gut, hier, Pall Mall, bitteschön. So. Schön laden. Wurde ausgeraubt, alles weg. Alles weg. Ach, ist occupied. Ich kann da nicht ran, während du da, okay. Hub-Upgrade 3 braucht ein bisschen mehr, da müssen wir schon Kabel machen und wir brauchen Limestone. Müssen wir noch Concrete aus Limestone machen. Und dann geht's aber auch langsam richtig los mit Bauen und so. Momentan ist er noch... Ja, man muss ja erstmal nur die ersten paar Steps machen und dann scheint er Dude anzuziehen. Kannst du die Iron Plate und die Iron Rod mal wieder in die Kiste legen? Ach, ist schon. Ich bastel gerade die Reinforced Iron Plates. Warum? Dazu brauchst du die? Iron Plate, warte, 4. Ja. Na, wir brauchen Reinforced Iron Plate. Ach so. Ja, genau. Warte. Sag Bescheid. Ich bin so ungeduldig. Lauf ich bei dir durchs Bild? Ja, tust du. Ja, überhaupt nicht. So. Wie viele Reinforced Iron Plates brauchen wir denn? Kannst du mal nachgucken? Ja, warte. Wir brauchen 2. 2, wunderbar. Warte, dann noch Iron Plates. Anstrengende Mitspiel. Ach Quatsch. Oh. Flup. Der kommt ziemlich nah. Wir brauchen einen Spitznamen für die hier. Für welche? Für die hier. Früher habe ich die Gronkh genannt, das kann ich jetzt aber nicht machen, weil ich ja nicht alleine spiele. Die sind wunderschön. Ja gut, das ist nicht das erste Wort, was ich damit verbinde. Ich finde die echt schön. Ich fühle mich da einfach verbunden. Ja, ein bisschen, aber er sieht auch so weise aus, wenn er so vor einem steht. Gut, weise sieht halt echt nicht aus. Ist nicht das Wort, was ich assoziiere. Oh, das ist ein Abgesandter des Himmels. Ja, gut, klar. Das kann man auch so sehen. Ein Seraphim, Erzengel. Erzengel, fette Sau. So. Boah, was? Was? Okay, warte. Kann ich jetzt...
Plates. Genau. Kann ich die jetzt reinpacken und die bleiben drin? Jawoll. Das ist natürlich geil. Okay, ich mache hier nochmal was. Was hast du gemacht? Oh, was ist denn das? Noch eine zwei Workbenches. So, ja. Ah. Hab ich gedacht. Da können wir jetzt auch, ne? Falls die eine besetzt ist. Ja, genau. So. Wobei es eigentlich momentan relativ sinnlos ist. Also momentan. Ja, ist es aber egal, du. Also eigentlich ist es gar nicht so sinnlos. Jetzt am Anfang, später wird es halt relativ sinnlos. So. Aber die kann man ja abreißen und dann irgendwas anderes damit machen, oder? Ja, na klar. Und jetzt. Hallo? Was? Nee. Jetzt haben wir schon zwei und du gehst immer noch an meine. Oh, das wollte ich gar nicht. Warte mal. Ich wollte was anderes machen, tatsächlich. Ah, ich wollte mal C und Z drehen, weil ich gerade noch ein anderes Spiel gespielt hatte. Oh, was baust du? Oh. Siehst du das gerade? Ja, ein Operations-, ein Schusssaal, Waffenarsenal, irgendwas. Sieht so schön aus. Oh. Cool, dass du das auch siehst, während ich das baue. Das ist ja gut.